Herzlich willkommen, lieber Krebs, zu deiner Tarotkartenlegung für die 30. Kalenderwoche, der Woche, die jetzt am 24. Juli beginnt und bis zum 30. Juli geht. Wir haben in dieser Woche zunehmenden Mond und ich bin schon sehr gespannt, was die Karten uns so verraten werden, wie deine Woche werden wird. Wir brauchen noch eine Karte vom Mondorakel. Und eine letzte bzw. eine erste allgemeine Karte. Lieber Krebs, eine Karte für dich. Eine Karte für Krebs. Schau her, da ist das Glück, das Rad des Schicksals. Ja, glückliche Ereignisse kommen in dieser Woche auf dich zu, lieber Krebs. Ereignisse, mit denen du eigentlich auch gar nicht rechnest. Kehrtwenden, überraschende Wendepunkte. Überraschende Wenden halt, ne? Die aber dein Vorhaben, deine Ziele, deine Absichten begünstigen und dich auf den richtigen Weg bringen, ne? Die dich in die richtige Richtung stupsen und womöglich auch wirklich etwas mit deiner Bestimmung zu tun haben. Du wirst also nächste Woche wirklich Glück haben. Du kannst dich auf Rückenwind vom Universum verlassen. Das ist ja schon mal wirklich ein sehr schöner Einstieg und wir schauen mal, auf was sich das so bezieht. Boah, Veränderung. Radikale Veränderungen, die eintreten. Vielleicht etwas, was dich auch wirklich überrascht. Etwas, ja, das kann jetzt sich etwas unterschiedlich in euren Leben zeigen, lieber Krebs. Entweder, wenn du einen Bereich in deinem Leben hast, der dich schon länger belastet und irgendwie dein Leben etwas schwer gemacht hat, dann gibt es in der kommenden Woche wirklich eine gute Gelegenheit, dich aus dieser Situation zu befreien. Entweder durch eine Entscheidung von dir oder es ist auch so, sind so gewisse, auch gewisse Umstände, die dazu führen, dass du hier plötzlich eine Chance siehst, dich davon zu lösen. Was du vielleicht jetzt auch, also in der Woche davor, halt auch gar nicht für möglich erachtet hast. Ja, es könnte auch sein, ne, dass es hier nicht um eine Situation geht, dass du dich nicht aus einer Situation befreien wirst, sondern ja, dass es auch etwas mit Feststellungen, etwas Gedankliches ist, ne? Dass du dich hier von einem negativen Gedanken oder negativen Glaubenssatz befreien kannst, der schon länger schwer auf dich lastet. Oder ja, eine gewisse Sorge, die dich immer begleitet hat. Du wirst auf jeden Fall Veränderungen einleiten, entweder aufgrund einer Information oder einer Erkenntnis, die du plötzlich erfahren wirst, die du plötzlich sich dir erhellen wird. Du wirst Veränderungen einleiten, die dein Leben nachhaltig prägen, die dein Leben nachhaltig umstrukturieren. Und hier könnte es sich gut um deine Selbstverwirklichung handeln. Hier haben wir einen Ritter der Kelche. Und auch wenn du eine weibliche Zubehörerin bist, kann diese Karte sehr gut auf dich verweisen, denn du bist ein Wasserzeichen und hier ist eine Person im Element Wasser dargestellt. Und hier könnte es wirklich um deine Selbstentfaltung gehen, dass du lernst in der kommenden Woche zu dir selbst zu stehen, zu deinen Stärken und zu deinen Schwächen und dass du voll und ganz du selbst sein kannst, lernst du selbst sein zu können. Und dass du dich aus gewissen Zweifeln diesbezüglich oder gewissen Umständen, die dich in deinem Potenzial zurückgehalten haben, nun endgültig befreien kannst. Der Ritter der Kelche ist ein Mensch, der schon etwas gereift ist, ein Mensch, der mitten im Leben steht, ein sehr empathischer Mensch, der einfühlsam ist und
seine Emotionen zeigen kann, denn er kann auch Verantwortung für die eigenen Emotionen übernehmen. Ein Mensch, der oft auch sozial engagiert ist, sozial tätig ist und sich für seine Mitmenschen einsetzt. Aber dieser Mensch kann auch ein Romantiker sein, ein charmanter Mensch, der viel kreatives, musisch kreatives Potenzial besitzt. Entweder wirst du zu so einer Person, lieber Krebs, oder du hast es mit so einer Person zu tun. Und diese Person hilft dir bei deiner Befreiung, ne? Durch diese Person verändert sich etwas in deinem Leben. Natürlich kann auch beides gleichzeitig wechselwirkend passieren. Der Ritter der Kelche könnte ein anderes Wasserzeichen in deinem Leben sein. Fische, Skorpion oder ein anderer Krebs. Was denkt dieser Mensch? Für diesen Menschen beginnt etwas von Null an, beginnt etwas komplett neu. Wow. Könnte natürlich wirklich sein, dass du diesem Menschen in der kommenden Woche begegnest und dass es ja für euch beide wie, dass es zwischen euch beiden so richtig einschlägt, ne? Kann aber auch sein, dass du diesen Menschen schon länger kennst und dass ihr zusammen etwas sehr Wichtiges in eurer Beziehung verändert. Vielleicht zieht ihr zusammen, vielleicht wechselt ihr die Wohnung, den Wohnort, die Arbeitsstelle. Vieles ist hier denkbar. Für diesen Menschen oder du als dieser Mensch ist es auf jeden Fall ein kompletter Neuanfang. Und es hat auch eine auslaugende Komponente, ne? Eine stressige Komponente. Es wird schon ein wenig turbulent werden, lieber Krebs. Und es wird auch wichtig sein, dass du dir genug Ruhephasen einplanst. Es ist aber auch wichtig, sich zum richtigen Zeitpunkt wieder aus dieser Stimmung rauszuziehen. Und seine Energien, seine Kräfte gezielt einsetzen. Das wird wichtig sein. In der Vergangenheit hast du viele Ambitionen entwickelt, viel Ehrgeiz entwickelt und konntest diesen Ehrgeiz irgendwie nicht richtig zeigen, deine Ambition nicht richtig zeigen. Es gab hier Umstände, die dich blockiert haben. Ja, und aus diesen Umständen kannst du dich natürlich befreien. Ich weiß nicht, das kann natürlich in euren Leben jeweils sich anders darstellen, warum diese Energie blockiert war. Aber irgendwie musstest du warten. Irgendwie konntest du nicht voll und ganz zeigen, was so in dir steckt. Konntest nicht richtig zur Tat schreiten. Denn es gab Umstände, die dagegen gesprochen haben, ne? Oder die es dir nicht ermöglicht haben, hier in die Vollen gehen zu können. Vielleicht hast du auch auf etwas gewartet. Jetzt verändert sich die Situation stark und du transformierst dich mit dieser Situation auch mit sehr stark. Und das wird dir sehr bewusst auffallen, wie stark sich jetzt plötzlich dein Leben verändert. Es wird wichtig sein für dich, lieber Krebs, dich von den alten Zustand zu lösen und das Neue mit offenen Armen zu begegnen. Denn so wirst du auch schnell Erfolge spüren. Ne? Du wirst spüren, dass die neue Situation gut für dich ist, dass sie dir neue Kraft, neue Lebendigkeit schenkt und das wird dich motivieren. Wenn du allerdings so am Alten festhältst, es ist manchmal nicht leicht, das Alte loszulassen, auch wenn es einen gar nicht so gut getan hat, fällt einem das manchmal schwer. Aber es wird notwendig sein, ne? Damit du dich auf das Neue einlassen kannst. Ich sehe hier sehr starke Veränderungen in deinem Leben. In deinem Unterbewusstsein ein Prinz der Schwerter. Und dieser Prinz der Schwerter könnte eine andere Person, auch hier eine andere Person in deinem Leben sein oder auch für dich stehen. Der Prinz der Schwerter wird dem Element Luft zugeordnet und hier haben wir es mit einem luftigen Menschen zu tun. Ne? Wassermann, Waage, Zwilling wäre möglich, aber auch ein anderes Sternzeichen denkbar. Hier in der Kombination sind wir besonders bei Fische oder Waage.
Aber auch jedes Sternzeichen ist möglich. Genauso gut könnte es sein, dass der Prinz der Schwerter eine Wesensfacette von dir widerspiegelt. Der Prinz der Schwerter ist eine junge Person, eher kindlich. Falls du eine Familie hast, könnte das ein Sohn oder eine Tochter von dir darstellen. Wenn es ein anderer Mensch ist, dann ist dieser Mensch eher unreif oder zurzeit jedenfalls unreif, zeigt seine kindlichen unreifen Seiten oder es sind hier deine kindlichen unreifen Seiten dargestellt. Der Prinz der Schwerter ist sehr sprunghaft, neugierig, offen für Neues, sehnt sich nach etwas Neuem, ne? Sehnt sich danach, Experimente zu machen, ne? Also seiner Experimentierfreudigkeit nachzudenken. Ein Mensch mit vielen Ideen und ein Mensch, der flexibel und spontan auf eine Situation reagieren kann. Wenn dies eine andere Person in deinem Leben darstellt, lieber Krebs, dann seid ihr sehr stark miteinander verbunden. Dieser Mensch spielt dann aktuell in dieser Woche keine so präsente Rolle in deinem Leben, aber das muss dieser Mensch auch nicht tun, um einen ganz wesentlichen Part in deinem Leben auszufüllen. Seelenverbundenheit sieht man hier dann schon sehr stark, ne? Hier die Acht der Kelche, also diese beiden Situationen sind stark miteinander verknüpft. Und wenn das eine andere Person in deinem Leben ist, dann ist diese Person ausgelaugt und du spürst, dass das diese Person ausgelaugt ist. Du spürst, das kommt auch bei dir wiederum an. Vielleicht steht ihr in einer Beziehung zueinander. Vielleicht braucht diese Beziehung irgendwie eine neue Belebung. Aber keine Sorge, die wird erfolgen in dieser Woche. Das könnte dann halt auch der Grund sein, warum sich etwas hier verändert, ne? Weil es zwischen euch beiden womöglich in der letzten Zeit zu einem Stillstand in der Beziehung, in der Weiterentwicklung der Beziehung gekommen ist. Aber keine Sorge, hier kommt ein sehr starker Schub an Energie rein, der sich dann auch bei deinem Gegenüber bemerkbar machen wird. Aber dieser Mensch könnte in der letzten Zeit, also wenn du mit ihm in einer romantischen Beziehung stehst, könntest du in der letzten Zeit irgendwie bemerkt haben, dass dieser Mensch vielleicht an den Gefühlen zwischen euch gezweifelt hat oder so, oder seinen Gefühlen dir gegenüber. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Das lag auch daran, das lag an den Umständen. Du hast es dann wahrscheinlich mit einem Menschen zu tun, der sehr freiheitsliebend ist und auch viel intellektuelle viel Inspiration benötigt, generell im Leben, um glücklich zu sein. Und dieser Mensch fühlte sich durch die eigenen Lebensumstände etwas ausgelaugt. Aber, ne, das ändert sich ja jetzt alles in dieser Woche. Dieser Mensch dieser Mensch wird zur Prinzessin der Schwerter. Es gibt hier einen Reifungsprozess bei diesem Menschen, ne? Vom Prinzen zur Prinzessin. Das ist gut. Das ist gut. Ja, also ich denke schon, dass eure Beziehung, unabhängig davon, ob sie romantischer Natur ist oder familiärer Natur, wird sich hier doch sehr positiv weiterentwickeln in dieser Woche. Und die Veränderungen tun nicht nur dir gut, sondern halt auch dieser Beziehung. Und ja, wirken sich sehr positiv aus. Ja, wunderschön. Eine neue Liebe wirst du im Laufe der Woche erfahren. Neue Gefühle entstehen hier, neue liebevolle Gefühle dir selbst gegenüber. Die Gefühle, die zur Selbstannahme und Selbstfürsorge führen, Selbstakzeptanz, also Selbstachtung auch. Aber sich natürlich auch sehr positiv auf deine Umwelt auswirkt. Ne? Eine neue Liebe, dass du hier auch etwas Neues, Wertschätzendes zwischen dir und den anderen, deinen Gegenüber oder Gegenübern empfindest. Also hier kommen frische, neue Gefühle, entstehen in dir, die die ganze Situation, in der du dich befindest, positiv
auflockern werden. Ja, die Königin der Kelche. Das ist natürlich hier auch eine Weiterentwicklung, ne? Vom Ritter der Kelche zur Königin der Kelche. Und das hängt natürlich viel davon ab, was du über den Ritter der Kelche gedacht hast. Ist das eine andere Person in deinem Leben oder bezieht sich diese Karte auf dich? Es ist natürlich beides möglich, ne? Es ist beides möglich. Auf jeden Fall sehe ich hier, doch, ich könnte mir sehr gut vorstellen, lieber Krebs, dass du schon in einer Beziehung bist mit einem anderen Wasserzeichen, einer Person, die dir sehr ähnlich ist. Wird bei vielen der Fall sein, muss aber natürlich nicht. Die Königin der Kelche ist auf jeden Fall diese reifere Version vom Ritter der Kelche und diese diese Person, wenn das eine andere Person ist als du, dann bist du von dieser Person sehr motiviert durch die Existenz dieser Person. Ne? Schon allein, dass es diese Person gibt, motiviert dich weiterzumachen im Leben und das zu verwirklichen, was dir vorschwebt. Wenn die Königin der Kelche auf dich verweist, dann geht es ja auch viel um deine Selbstverwirklichung und dass dich deine Selbstverwirklichung motiviert. Vielleicht machst du dann wirklich etwas aus deinen Talenten aktuell, ne? Aus deiner empathischen Fähigkeit, aus deiner musisch-kreativen Fähigkeit, aber auch deine Fähigkeit liegt aber auch im Spirituellen. Die Königin der Kelche ist schon eine sehr gereifte Persönlichkeit. Man kann sie sogar schon als weise bezeichnen. Eine Person, die empathische Fähigkeiten besitzt, aber auch tiefere Einblicke in die Welt der Emotionen, die dann auch schon ins Spirituelle gehen können. Eine sanfte Person, einfach sehr einfühlsame Person. Was denkt diese Person? Diese Person lässt los und befreit sich. Das ist eben der Tod, ne? Wunderschön. Und der Turm natürlich. Die Befreiung. Diese Person versucht nicht mehr zu... Ich glaube, du bist diese Person, lieber Krebs. Diese Person versucht nicht mehr zu streben, unbedingt etwas zu erreichen über Machen, über Kontrolle, über Tatendrang, sondern diese Person lässt los und lernt einfach, die Person zu sein, die sie einfach ist. Wow, das ist wirklich schön. Was bedeutet die Königin der Kelche? Königin der Kelche, Königin der Scheiben. Beide Karten können auf dich verweisen, denn, lieber Krebs, von allen Wasserzeichen hast du am meisten Erde. Hier haben wir eine Königin der Scheiben, die der Erde entspricht. Ja, wunderschön, es geht hier schon viel darum, lieber Krebs, dass du voll und ganz auf eine reife Art und Weise bei dir selbst ankommst. Die Königin der Scheiben spricht aber manchmal auch für einen stabilen Beziehungspartner, Beziehungspartnerin, eine Person, die auch Wohlstand, Erfolg, Fülle erreicht. Ne? Also sehr schöne Prognose hier, sehr schöne Entwicklung, in der du dich hier befinden wirst. In deiner Umgebung der Kaiser spricht auch für eine stabile Partnerschaft. Eine Partnerschaft, die sogar das Potenzial hat, ein Leben lang zu halten. Ja, aber vor allem geht es bei dem Kaiser auch darum, dass du für klare Verhältnisse sorgst in allen deinen sozialen Kontakten, dass du Stabilität gewährleistest, einen sicheren Raum, dass du auch ganz genau weißt, wer zu deinem inneren Kreis gehörst, aber für diesen inneren Kreis übernimmst du viel Verantwortung, womöglich sogar eine Führungsposition, die es dir ermöglicht, für deine Liebsten eine sichere, stabile Welt zu schaffen. Also sehr klar, sehr geordnet läuft es im Moment in deiner Familie und in deinem Freundeskreis, sehr geordnet. Offene, ehrliche Kommunikation, klare Absprachen, Stabilität,
Und Vernunft auch, ne? Also, ja, es läuft dir alles wirklich sehr, sehr gut. Dir ist es jetzt auch gerade wichtig. Ich habe irgendwie den Eindruck, du bist dabei, ein wichtiges Geheimnis zu ergründen. Ich glaube, das hat etwas mit dem Spirituellen zu tun, dass du hier etwas Wichtiges über das Le Leben lernen willst, dass du offen bist für eine neue Erkenntnis in deinem Leben, zu einer neuen Sichtweise auch, ne? Du bist bereit für Inspiration und hoffst auch auf Inspiration. Ja, und das Ergebnis wird die Kaiserin sein. Du musst in dieser Woche nichts tun. Am Anfang, ne, diese Karten schienen mir so radikal und oft ist es auch so, dass man hier eine radikale Entscheidung treffen muss. Diese Entscheidung, lieber Krebs, wird aber auch bei dir auf der emotionalen Ebene stattfinden. Du wirst den Wandel bewusst in deinem Geiste bemerken, ja, die Veränderung, die Transformation, das hat schon etwas mit, also das wird dir schon bewusst sein, aber diese Entscheidung, dass du dich lossagst, dass du dich veränderst, das ist etwas, was ganz tief in, ja, aus deinen Herzen herauskommt. Und das sind dann oft Entscheidungen, die man zwar spürt, aber halt nicht bewusst wahrnimmt. Ja, es hat hier schon wirklich etwas Spirituelles, lieber Krebs. Und das willst du auch. Du sehnst dich hier auch nach neuen Erkenntnissen. Und du wirst einen Zustand erreichen, in dem du sehr zufrieden sein wirst, in dem sehr viel Kreativität auf dich zukommt, sehr viel Inspiration und so viel Lebendigkeit um dich herum sein wird. Und du wirst es einfach nur genießen können. Und musst nichts dazu beitragen, damit dass diese Energie sich weiter vollzieht, sich weiterentwickelt. Denn alles um dich herum wird aufblühen, die Kaiserin. Ne? Also du kannst dich zurücklehnen und dich von den neuen Entwicklungen in deinem Leben tragen lassen und überraschen lassen. Und beschenken lassen tatsächlich auch, ne? Also wirklich eine sehr schöne, angenehme Legung. Ergib dich dem Göttlichen, passt sehr, sehr gut. Ergib dich dem Göttlichen, lass das einfach zu, dieses Neue, diese Veränderung. Und vertraue deiner Intuition, deinen Gefühlen, einfach dir selbst. Du wirst in dieser Woche auch bei dir selbst ankommen, lieber Krebs. Ich wünsche dir viel, viel Glück, denn das Glück ist ja auf deiner Seite. Viel Liebe, denn Liebe entsteht, ne? Und du wirst hier auch Geborgenheit, Sicherheit und schöne familiäre Strukturen wiederfinden. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, eine wunderschöne Woche und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.